Jo Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy. Ups, da habe ich vergessen, das Ding zu muten. Tut mir leid, da habe ich meinen Fernseher nicht gemutet. Oh. Come on, Bitches, Beeilung. Hast du das gesehen, frage ich. Unsere schönen Schwarzmagier-Soldaten, sag ich. Alle vernichtet, sag ich. Schuld ist nur dieser Verräter Steiner, sag ich. Nanu? Nimm sofort den Steuerknüppel wieder in die Hand, sag ich. Nummer 3 kommt zurück, sag ich. Wirklich, frag ich. Hurra, sag ich. Aber irgendwie sieht er nicht gut aus, sag ich. Er scheint außer Kontrolle zu sein, sag ich. Ich sag doch gleich, wir haben ihn zu stark gemacht, sag ich. Was sollen wir jetzt machen, sag ich? Wir hauen besser ab, zack, sag ich. Abgang, zack, sag ich. So, und dann übernimmt jetzt der Tenor Nummer 3. Meine einzige Bestimmung ist es, jeden Feind zu vernichten. So, jetzt mach bitte schnell. Ich habe noch 10 Minuten Zeit, maximal. Diese Folge wird etwas kürzer werden. Man kann schon das Südentor sehen. Ja. Das Südentor ist ein riesiges Grenztor, das zum Passieren von Luftschiffen erbaut wurde. Daher ist es genau auf Flughöhe eingerichtet. Aber um es zu durchfliegen, da braucht es schon ein wenig Geschick und auch Mut. Soll ich das besser machen, Lilly? Ich möchte auch bis zuletzt selbst steuern. Soll mir recht sein, aber eigentlich ist dieses Schiff ja nicht für die Passage angemeldet. Wenn wir Pech haben, machen sie uns das Tor vor der Nase zu. Andererseits war die Kontrolle, als wir mit dem Theaterschiff kamen, nicht gerade streng. Naja, wird schon schief gehen, Kapitän Lilly, flieg uns rein. Danke! Oh, der alte Kahn fällt zwar schon beinahe auseinander, aber der Antrieb ist ordentlich. Sofort den Kurs an der Prinzessin, sofort hart Backbord. Dieser Tenor von vorhin verfolgt uns mit irgendeinem eigenartigen Schiff. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber jedenfalls holt er uns rasend auf. Lilly, der Alte hat recht, er verfolgt uns. Voller Schub voraus, auf das Tor zu, bist du noch zu retten und dann... Und was, wenn sie das Tor schließen? Unser Schiff hat zwar mächtige Schübe, aber bei seinem wendigen Flitzer können wir niemals ausmanövrieren. Wir haben keine Chance, ihm zu entkommen, aber wenn wir es durchs Tor schaffen, bevor es zugeht, sind wir ihn los, verstehst du? Steinach, gib vollen Schub, Alter. Lilly, halt das Steuerrad genau im jetzigen Endschlag. Ist gut. Mit vollem Schub und frontalen Kurs müssten wir es gerade noch so schaffen. Oh Gott, diese Spannung. Oh, sieht übrigens mega geil aus, solche Zwischensequenzen. Oh man. Nein, Vivis Hut. Aber der Tenor, der dreht durch. Blitzra. Und Vivi macht schön Feuer-Magic. Die schließen aber gerade das Tor. Das ist natürlich eine suboptimale Sache. Aber wir fliegen ja trotzdem durch, deswegen machen wir uns da keinen Stress. Und wie sollte es anders ausgehen, als wie in einem Spiel, dass die Guten natürlich durchkommen. Und um Spannung zu schaffen, natürlich auch der Böse. Aber was jetzt passiert, ist typisch Film. Er kommt in die Nähe. Er castet einen Zauber. Sein Trieb fängt an zu brennen. Er hört auf und explodiert. Bam! Wir sind durchs Tor. Das Südentor ist explodiert. Und willkommen im Königreich Lindblum. So, meine Freunde, ich muss jetzt die Gespräche cutten. Tut mir leid, ich habe gleich eine ganz, ganz wichtige Verabredung. Deswegen kann ich nicht lange aufnehmen. Ich habe zwar gerade abgebrochen, einen miesen Cut gesetzt, aber es muss jetzt schneller gehen. Ein bisschen schneller hier. Come on, please. Please, ein bisschen schneller. Please. I have to go now, man. I muss jetzt gehen, ey, man. I beg you so much. Oh, man. Lindblum, da ist es doch. Oh, da ist es. Lindblum. Oder? Ja, da ist das Königreich Lindblum. Tut mir leid, ich werde jetzt alles durchskippen, was ich skippen kann.
Alles Mögliche, was skippen geht, skippe ich jetzt. Wir müssen jetzt speichern, meine kleinen Freunde. Ich weiß nicht mehr, wo der Mogri war zum Speichern. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht vorlesen kann. Ich muss jetzt leider los, meine Freunde. So, wir müssen raus, 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 baus, baus. Willkommen in Lindblum. Ja, jetzt komm, mach. Nun mach. Steiner. Jetzt kommt schon, Leute. Ich muss hier los jetzt. Ich bitte euch. Macht es mir nicht so schwer. Jetzt komm. Danke, Sidan. Ja, ist ja kein Stress. Oh, ist das das? Ja, das Schloss ist gewaltig, weil. Oh, ich glaube, ich schaffe das nicht mehr, bevor die da sind. Oh, fuck, das wird mich jetzt so belasten. Muss ich ehrlich sagen. Jetzt kommt schon, ich drück's schon so weit, so schnell ich kann. Ich lese so viele Texte nicht in dieser Folge, aber. Ich muss jetzt weitermachen. Bitte streckt dieses Spiel nicht. So, los, schnell. Ja, sagt der Richtige. Los, schnell. Ich werde jetzt diese Zwischensequenz auch. Kann ich nicht abbrechen. Damn, Bitches. Oh man. Das ist natürlich ganz blöd gelaufen. Kann man jetzt nicht ändern. Aber ich hoffe, wir werden jetzt dann gleich durch sein. Ich müsste eigentlich um 2 Minuten fertig sein. Werde ich aber nicht sein. So, deswegen werde ich mal einen Cut setzen nach dieser Zwischensequenz. Und werde anschließend da, also später dann weiter aufnehmen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, weil ich denke nicht, dass, wenn ich jetzt weiter überspringe, dass es einen großartigen Sinn machen wird. Und deswegen bitte ich dies zu entschuldigen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Chosen.